Hallo, Servus und herzlich willkommen zu ProbierTV. Es ist mal wieder ganz genau Zeit für das Bier um 4. Und heute habe ich ein Bier, da habe ich euch einen Teil davon vergangene Woche vorgestellt. Das war ein Interview mit dem Tobi Kullmann von der Stone Brewery aus Berlin. Und entweder hat man mich dort erhört, beziehungsweise hat Mitleid mit mir gehabt, dass ich dort nur die leeren Dosen gehabt habe. Ein Päckchen von der Stone Brewery aus Berlin ist bei mir eingetroffen und drin war zum Beispiel das Arrogant Bastard Ale, ein Bier, das ich schon aus den USA kenne. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein riesengroßer Stone-Freund und ich bin sehr, sehr gespannt, was da aus dieser Dose rauskommt, was jetzt tatsächlich auch in Berlin gebraut worden ist. Es ist ein American Strong Ale mit 7,2% Alkohol über den Rest. Also die Hopfensorten, Stammwürze, schweigt man sich aus. Man sagt einfach, ja, wir tragen die Nase mal ganz hoch. Nur bei diesem Bier. Wir tragen die Nase mal ganz hoch und sagen, da müsste aber schon richtig hart sein, um dieses Bier zu mögen. Ist so ein bisschen die Art, wie Stone in Berlin angetreten ist. Die sind jetzt ein bisschen mehr auf der Bremse. Gefällt mir eigentlich ehrlich gesagt auch viel besser so. Die machen geile Biere, aber man muss ja nicht immer mit den ganz großen Latschen daherkommen. Ja, auch ein Riesentext hinten drauf, warum man vermutlich dieses Bier nicht lieben wird. Also ja, das kann man mögen mit der Stone-Vorgeschichte. Hat das so ein bisschen zweischneidige Komponente. Aber ganz wichtig ist ja, was ist in der Dose? Und das werden wir jetzt in jedem Fall mal angehen. So, ihr seht, ich habe nicht das passende T-Shirt zum Bier, allerdings das passende Glas mit dem passenden T-Shirt, das müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Habe ich in Wrocław leider keins bekommen und jawohl, ja, na, das ist eine herrliche Farbe. Herrlichst. Das ist ein schönes, leicht rotes Bernstein und schaut mal da oben auf den Schaum drauf, das sind 2,5 bis 3 Finger Schaum oben drauf und die hat auch so einen leicht rötlich hellbraunen Einschlag. Sehr, sehr geil, das Bier schon allein im Glas. Und ja, ich würde sagen, halten wir mal die Nase rein. Oh, das ist schon richtig intensiv. Das sind so karamellig-süßliche Töne. Auch ganz viel brotige Noten damit drin. Dunkle Frucht. Nicht so intensiv, aber da sind dunkle Früchte mit dabei. Ja, und dann so hopfig-grasige Noten. Also in der Nase schon sehr, sehr schön, sehr, sehr intensiv. Ja, dann würde ich sagen, cheers, Prost. Hoppala. ja, das Ganze startet mit einer schönen, noch sehr angenehmen, karamellig weichen Note. Hat auch so ein bisschen was von ja, karamellisiertem, verbranntem Zucker, aber nicht unangenehm. Ist auch nicht zu süß, das Ganze. Also trotz dieser karamelligen Noten ist jetzt nicht so süß, aber schon so nach 5-6 Sekunden, da haut dann eine bittere rein, die extremst intensiv ist. Man schweigt sich natürlich nicht nur über die Stammwürze aus, sondern auch über die Bittereinheiten. Und wenn ich jetzt eine Schätzung abgeben dürfte, dann würde ich sagen, das liegt so sicher bei 80, 90 Bittereinheiten. Also holla die Waldfee, das ist echt ein bitteres Bier. Ist aber vom Körper her gar nicht so gewaltig, hat eher tendenziell so einen mittleren Körper, hat eine leichte ölige Textur und dadurch kommt so ein bisschen so eine sirupartige Komponente rein, wobei das definitiv jetzt kein sirupartiges Bier ist, aber es hat wie gesagt eben so etwas leicht öliges. Das ist jetzt auch nicht mehr ganz so kalt, das Bier. Und je wärmer dieses Bier wird, desto mehr entsteht dieser etwas schwerere Eindruck dabei. Kohlensäure ist bei diesem Bier eher zurückhaltend, also ist auch definitiv aufgrund der Bittere ja keins, was jetzt unbedingt auf der Schiene unterwegs ist, erfrischen zu wollen oder zumindest zu sehr erfrischen zu wollen.
Und im Finish hinten raus, da kommen dann nochmal grasige Töne auf, bevor es dann einfach ja auf dieser bittere, das erfüllt diesen ganzen Mundraum, bleibt einfach sehr, 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 sehr bitter und das liegt einfach an Mund und Gaumen und klingt irrsinnig lange nach. Weiß gar nicht wie lange, man müsste jetzt einfach fast mal ein bisschen abwarten, aber ich würde sagen, sicher ein, zwei Minuten hat man diesen bitteren Geschmack noch im Mund. Also wie gesagt, ich gehe mal so davon aus, 80, 90 IBU. Für mich jetzt nicht zwingend sehr arrogant, wie es der Name ja sagt, aber definitiv eines der Klassiker von Stone, auch sicher eines der richtig guten Biere von Stone, wenn ihr auf schwerere Biere steht, wenn ihr auf Strong Ales steht, dann ist definitiv das Arrogant Bastard ein Bier, das ihr irgendwann mal auf eurer Bucketlist abhaken solltet. Von mir gibt es für das Arrogant Bastard 4 von 5 Punkten bei ProbierTV. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen beim Bier um 4, montags, mittwochs, freitags, immer hier auf dem Kanal. Wenn ihr dieses Bier kennt, dann schreibt eure Kommentare in die Kommentarbox. Schreibt mir auf Facebook, schreibt mir auch im Blog. Ich freue mich, wenn ihr den besucht und ganz wichtig, nicht vergessen, Kanal abonnieren, hier unten auf der Ecke, auf dem Button bzw. im Abspann. Wir sehen uns wieder, Montag, Mittwoch, Freitag. Bis dahin, tschüss, Baba, Prost und Ahoi.